Musst du natürlich erstmal neu anfangen. Weil das einfach schon mal losging, ohne dass ich in die Option gucken konnte. Die Musik ist immer noch so laut. Oh. Sam & Max soll ja auch sehr beliebt sein. Das soll es wohl. Ich werde es jetzt herausfinden, ob es mir auch beliebt. Erstmal knister ich hier ein bisschen rum. Schön. Meiner 300 Gramm extra großen Tüte an Weisheit. Weisheit vor allem. Nudi! Wann kriegen wir endlich einen neuen Fall? Bestimmt lechzen die Ganoven schon nach unserer Verbrechensbekämpfung mit ihrer persönlich esoterischen Note. Für Geduld braucht man ganz schön Geduld, Kleiner. Okay, nicht schreien diesmal. Ah, ich geh ran! Hallo? Legt Schweizer Käse vor das Rattenloch oder ihr seht euer blödes Telefon nicht lebend wieder. Ach du menschenmachendes Meerschwein, irgendein miesiger, madiger Mistkerl hat unser Telefon geklaut. Gruselig. Ich hab gerade Käse gekauft. Woher wissen die das? Das ist auch ja Schweizer Käse, ist klar. Und ein bisschen plötzlich. Normalerweise gehe ich nie auf Erpressungen ein, aber ich muss sagen, die Frechheit von dem kleinen Ganoven reizt mich fast schon wieder. Wo ist der Käse, Max? Mann, keine Ahnung mehr. Du weißt doch, ich hab ein Gedächtnis wie ein halbes Pfund Stockfisch. In der Tat, leider. Na, er muss hier irgendwo in diesem Raum sein. Spiel gespeichert. Wichtig an dieser Stelle. Dann suchen wir doch mal den Käse. Hey, Max. Was gibt es, Sam? Mir ist irgendwie kühl. Findest du nicht auch hier Zietz? Hey, du bist doch der mit Klamotten. Hast du dich schon mal gefragt, wie das Leben als Käfer ist? Kurz, hoffe ich. Obwohl, ein paar Arme mehr könnte ich gut Es gibt Tage, da drückt mir die Atmosphäre so von oben auf den Kopf. Es gibt Tage, da verstecke ich Gewichte in deinem Hut, um zu sehen, ob... Na gut, wo ist der Käse? Und du weißt wirklich nicht mehr, wo du den Käse hingetan hast, Kleiner? Jesus, du führst dich ja auf, als hätte ich keine Hosen an oder so. Der muss hier irgendwo... Gehen wir an die Arbeit. Brillanter Vorschlag. Hallöchen, wie ist denn das Wetter da drin? Hallöchen. Hatten wir nicht viel mehr Schlingen, Max? Das ist eine Überraschung. Keiner spricht uns mehr auf den Anrufbeantworter. Eines Tages spielen wir das Spiel zu Ende. Hab's immer noch nicht geschafft, der Polizei die beschlagnahmten Darts wieder raus... Erinnerst du dich an unsere Reise zum Mond, Max? Geschmeidige Sache, wie Hüttenkäse durch ein Sieb Du verblüffst mich immer wieder, Kleiner. Das ist echt geil, wie das Spiel einfach die ganze Zeit nur mal weiter Käse Mach das nicht noch. Ich glaube, Hubert könnte etwas Wasser vertragen, Max. Ich richte ihn gerade ab, sich selber zu... Irgendwie brechen die Dialoge immer beim letzten Wort ab. Donuts vom letzten Monat. Ja. Finger weg, die brauche ich für ein wissenschaftliches Experiment. Na klar, Kleiner. Man sagt, Graffiti sind die Poesie unserer Zeit. Na toll, ich stehe nicht auf Gedichte. Schlägt euch das Leben auf die Verdauung? Verursacht euch die Realität Verstopfung? Dann braucht ihr Emetik, das Handbuch für vielfarbige Freude. Trennt euch von allen Sorgen und teilet euren Segen. Hey, das ist doch dieses Farbspektrum-Buch. Selbsthilfe für hoffnungslos Selbstsüchtige. Perfekt, ich nehme zwei. "2002 gab's tolle Kalender. Gut, dass wir einen Vorrat angelegt haben. Wir haben seither mindestens einen pro Jahr.
Ich schau mal, ob ich einen Sender reinkriege. Mach sie wieder dran, Sam. Mach sie dran. So, jetzt. Ich darf jetzt was verändern. Dann braucht ihr Emetik. Und teilt eure. Das kenne ich doch schon. Ja, das kennen wir schon. Das kennen wir schon. Eine Lavalampe, die darf natürlich in keinem guten Polizeibüro fehlen. Jemand hat mir mal erzählt, das Zeug in Lavalampen gäbe eine prima Handcreme ab. Das war ich. Darum habe ich es ja auch nie ausprobiert. Ah ja, an den Fall erinnere ich mich. Ganz üble Sache. Unglaublich, wie viel Platz die Stromrechnungen von 20 Jahren brauchen. Die gute alte Luise. Ja, war Luise doch gleich... Die Bowlingkugel natürlich. Als ich das Ding gekauft habe, dachte ich, es sei sicher nützlich. Ist es ja auch. Wohin denn sonst mit all den Zetteln, die... Juhu, ihr kleinen Gauner. Leg den Käse vor das Loch. Wir sollten Jesse James' Hand mal schätzen lassen. Ich wette, sie ist besonders wertvoll. Ist ja schlicht. Aha. Ah, hier ist das Zeug. Aha. Das hätte ich auch vergessen, wo ich diesen Käse hingetan habe. Unglücklicherweise ist das kein Schweizer Käse. Na und? Na, die Ratte hat ausdrücklich gesagt, sie will Schweizer Käse. Den Videorekorder habe ich aus dem Supermarkt. Verstehe, Qualitätsware. Riecht aber immer noch etwas nach Spargel. Spargel. Was ist das denn? Noch interessante Optionen? Nein. Wir gehen besser nirgendwo hin, bevor diese Telefonentführungsschweizer Lösekette. Nichts drin. Erinnerst du dich an unsere Motorradtour durch den Mittleren Westen? Nur du und ich und die Polizei von 7 Bundesstaaten. Und das war der ruhige... Erinnerst du dich an unsere Reise zum Mond, Max? Geschmeidige Sache, wie Hüttenkäse durch ein Sieb. Du verblüffst mich immer. Ja... Gehen wir an die Arbeit. Kein Kommentar. Juhu, ihr kleinen Gauner. Leg den Käse vor das Loch. Das ist ja gar kein Schweizer Käse. Was macht Schweizer Käse aus? Löcher? Vielleicht muss ich da reinschießen. Nimm das, verbrecherisches Milchprodukt. Sam, nicht! Der Käse war unschuldig. Unschuldig? Wohl kaum. Voila. Schweizer Käse. Naja, wenn man nicht so genau hinschaut. Selber voila. Grüße! Die Mitglieder der wohltätigen Bruderschaft der Schädlinge danken für die Spende. Die Mitglieder von Sam und Max hätten jetzt gern ihr Telefon zurück. Wenn's nichts ausmacht. Ich bedauere, euch mitteilen zu müssen, dass ich aufgrund der veränderten Sachlage nicht imstande bin, eurem Wunsch Folge zu leisten. Die Zusatzforderungen für die Rückgabe eures Telefons lauten...
Besprechen wir es doch in aller Ruhe. Halten wir seinen schmierigen kleinen Kadaver aus und schauen, ob das Telefon da drin ist. Ich rede nicht. Jimmy Zweizahn ist doch keine Ratte. Ich meine, als... Hallo? Hallo? Ha. Seien wir doch vernünftig. Deine Bedingungen sind erfüllt, da ist der Käse. Ein ehrenhafter Nager würde jetzt seinen Teil der Vereinbarung einhalten und unser Telefon... Ihr Nager sind nicht gerade für unsere Ehrenhaftigkeit bekannt. Wir werden dir nicht viel tun, wenn du einfach das Telefon ausspuckst. Aber klar, vergiss es, Blödmann. Schau mal, ich will dir ja helfen, aber mein Partner ist ziemlich reizbar. Ich weiß nicht, ob ich ihn daran hindern kann, dir etwas relativ Gruseliges anzutun. Darf ich ihm jetzt wehtun, Sam? Ach, ich kann allein auf mich ab... Hilf mir, dir zu helfen, Jimmy. Was soll das denn jetzt heißen? Keine Ahnung, aber im Fernsehen klang's immer gut. Ich leg dir gleich die Hände um den dürren, müllschluckenden Hals. Du glaubst wohl, du machst mir Angst? Du hast keine Ahnung, wo er vorher seine Hände... Oder wann ich sie zuletzt gewaschen habe. Wen kümmert's? Ich bin eine Ratte. Hey, Schlappohr, dein Partner macht mich krank. Rück das Telefon raus, oder ich lass dich meine bakterienverkrusteten Hand... Ach, nee, hab schon Schlimmeres gelernt. Ach, was denn? Das willst du gar nicht wissen. Kann ich jetzt gehen? Ich frag mich gerade, ob du schon mal Glühbirne gekostet hast. Nö, aber gib her, mir knurrt der Amateure. Vielleicht sperre ich dich ein bisschen in unseren Akten. Und? In 3 verschiedene Schubladen. Du langweilst mich. Hey, Schlappohr, dein Partner macht mich krank. Du sagtest da was von Kopfweh. Möchtest du ein Aspirin? Wo wir schon dabei sind, kann ich sonst noch irgendwas für dich tun? Hast du vielleicht Durst? Ach, das ist aber nett. Jetzt, wo du es erwähnst, ist mir eigentlich zu hoch hier. Ich hab's nicht so mit der Höhe. Macht mich etwas nervös. Ach, tatsächlich. Du hast also Höhenangst, ja? Wie wär's, wenn ich deinen fettigen Pelz zum Fenster... Ach, das traust du dich... Wartet! Ich warne dich. Ich bin berüchtigt für meine fusseligen weißen... Das stimmt. Solltest ihm mal zusehen, wenn er versucht, sich die Klamotten... Okay, schon gut. Hab Mitleid. Ich hatte mal Mitleid. Fühlte sich unangenehm pappig an, wie... Na, wie etwas, das aus großem... Ich geb auf. Nehmt euer Telefon und lasst mich gehen. Ah, musste das sein. Hätte ich bloß nicht hingeguckt. Hallo? Ja? Ach, du dicker brockendampfender Bananenbrei. Sind schon unterwegs. Yeah! Wo ist die Ratte? Hab ihn gehen lassen. Er war am Telefon. Das war der Commissioner, Max. Verstärkte Vorkommnisse verbrecherischen Verhalten. Oh, Freude! Frischfleisch für uns Idiot. Freelancer. Wir müssen sofort runter zum Laden an der Ecke. Whee! Dann gehen wir mal zum Laden an der Ecke. Der Laden an der Ecke. Ecke mit was drin?